Einen schönen guten Tag, liebe Damen und Herren, sehr verehrtes Publikum, zu dieser digitalen Veranstaltung, zu diesem Vortrag über Magdalena Abakanowitsch, der, wenn uns nicht ein Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, am 4. November im Albertinum hätte stattfinden sollen. Aber da wir über die letzten Monate hinweg sehr geübt mit diesen Formaten sind und flexibel noch dazu, wird dieser Vortrag jetzt aufgezeichnet und bleibt für die Dauer der Ausstellung über YouTube abrufbar. Mein Name ist Susanne Altmann. Ich wurde gebeten, mich selbst vorzustellen. Und Sie können die Zeilen lesen. Ich bin Kunsthistorikerin, lebe in Dresden und beschäftige mich mit kritischer, auch politischer Gegenwartskunst, aber auch sehr umfänglich mit Kunst, die in den vormaligen kommunistischen Ländern entstand, beziehungsweise mit den Transformationsszenarien für Kunst und Kultur nach 1989. Und es ist mir eine große Freude, über die Künstlerin Magdalena Abakanowitsch zu sprechen, die 1930 geboren, 2017 erst von uns gegangen ist und eigentlich eine der größten Künstlerinnen Polens des 20. Jahrhunderts, kann man sie schon bezeichnen, weil sie mehrfach ihr eigenes Werk und auch die Sichtweise auf ein ganz bestimmtes Medium, nämlich Textil, revolutioniert hat. Magdalena Abakanowitsch war wie 35 andere Künstlerinnen Teil der Ausstellung Medea muckt auf, radikale Künstlerinnen hinter dem eisernen Vorhang zu sehen im Lipsiusbau Albertinum von 2018 bis 2019 und dann im Wendemuseum in Los Angeles. Magdalena Abakanowitsch wurde dort von der Kuratorin, das war ich, präsentiert mit zwei textilen Arbeiten aus den 1960er Jahren. Spektakuläre Arbeiten, ein Raumobjekt namens Abakan, das exemplarisch nicht nur ihren Namen trägt, Abakanowitsch, sondern auch exemplarisch für ihren Umgang, experimentellen Umgang mit Weberei steht und stand. Jetzt allerdings finden wir uns in der Ausstellung, das ist eigentlich so eine Art Austauschprojekt auch, mit dem Obertitel Czas nasz, unsere Zeit, wo in Dresden Werke von Magdalena Abakanowitsch aus der Sammlung des Vier-Kuppel-Pavillons in Wrocław, also dem Nationalmuseum Wrocław, gezeigt werden und gleichzeitig Arbeiten von Günter Uecker. Es ist ja auch eine Generation und sehr verwandte Herangehensweisen an Kunst. Arbeiten von Günter Uecker im Vier-Kuppel-Pavillon in Wrocław. Jetzt aber zurück zu der Präsentation im Albertinum der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden mit Magdalena Abakanowitsch. Man könnte sagen, es sind nur zwei Arbeiten zu sehen, aber das stimmt so nicht, weil die eine Arbeit zum Beispiel heißt Masse oder Menge, Tłum, die Sie hier war polnisch, die Sie hier im Bild sehen. Und die allein stellt ja schon eine Quantität her, die dann, Sie sehen hier die Aufreihung von Körpern, die dann in eine neue Qualität umschlägt. Aber dazu später. Jetzt möchte ich Sie erstmal mit der Behauptung vertraut machen, die der Titel dieses Vortrags aufstellt, nämlich wie Magdalena Abakanowitsch die Textilkunst revolutionierte. Und aus diesem Grund
habe ich jetzt mal das ist ein Artikel aus der polnischen Kunstzeitschrift Projekt, die wurde sehr gerne auch in Ostdeutschland gelesen. Das ist ein Artikel, eine Rückschau oder Besprechung der 7. internationalen Tapisserie-Biennale in Lausanne. Und die Lausanne-Biennale, 1962 gegründet, war mit ihrem Beginn eine ausgesprochene Textilbiennale mit starker Ausrichtung oder damals überhaupt Ausrichtung auf Kunsthandwerk bzw. angewandte Kunst. 13 Jahre später sehen Sie hier in dieser Besprechung links unten eine Arbeit von Magdalena Abakanovic von, ich glaube, die war auch 1975 Sitzende. Aus dem Langzeitzyklus Alterations, also Veränderungen, Alterationen. Und wir haben jetzt einen Sprung gemacht vom Beginn der Karriere von Abakanovic bis zu einem Moment, wo sie wieder einmal die Kunst mit Fasern oder Textilien revolutionierte, nachdem sie das schon einmal 1962 gemacht hat. Und im Grunde genommen, ohne ihren beherzten Auftritt 1962 wäre es wiederum undenkbar, dass eine Künstlerin oder ein Künstler mit diesen menschlichen Figuren, die ja ganz deutlich auch serielle Kunst und minimalistische Kunst aufrufen, auf einer Textilbiennale der 60er Jahre erscheinen. Also das zum Einstieg. Wie hat das alles angefangen? Ja, hier zeige ich Ihnen nochmal diesen Kontrast einer Arbeit, die heißt Anna. Eigentlich, sagen wir mal, noch traditioneller Wandteppich oder nah an traditionellen Auffassungen von Wandteppichen 1965. Und daneben nochmals eine sitzende Figur von 74, 75, um diesen Kontrast auch nochmal auf uns wirken zu lassen. Der Anna genannte Teppich an sich ist aber auch schon ein großer Auf- und Umbruch gewesen. Denn wie Sie sehen, wenn Sie es sehen, gibt es hier eine große Diversität von Materialien und von Formen. Und das war insofern Anfang der 60er Jahre in diesem Textilkontext war das enorm, weil normalerweise wurden Tapisserien, Bildteppiche, Gobelins nach Vorlagen gewebt. Also das heißt, Künstler gaben ihre Vorlagen, Kartons, an die großen, ist auch ein französisches Phänomen, an die großen Kunstwebereien. Das betrifft also Picasso auf jeden Fall. Jean Arp hat Bildteppiche arbeiten lassen. Dubuffet, glaube ich, auch. Und der Künstler hat in dem Moment, in dem Moment, wo er diese Gestaltung abgegeben hat, hat er aufgehört, an diesem Kunstwerk zu arbeiten. Er hat es dann übergeben. Und insofern war es wirklich geradezu ein Schock für die französischen Kunstweber, die auch auf der Biennale in Lausanne vertreten waren, regelmäßig mit ihren Auftraggebern, war es ein Schock, dass da eine Frau kam, ausgerechnet noch irgendwo aus dem Ostblock, die ihre Arbeiten selbst webte am eigenen Webstuhl und noch nicht mal einen Karton als Vorlage verwendete. Dazu kam eben noch die für damalige Verhältnisse wahrscheinlich wilde Zusammenstellung von Materialien, also Sisal, Pferdehaare, Hanf, dann zwischendurch mal, ich werde das noch zeigen, geflochtene Seile und auch die Bildsprache ist ja sehr an, gestische Abstraktionen angelehnt.
Aber so hatte das, so hat es angefangen, dass sich dieser durch Abakanowitsch und durch ihre polnischen Kollegen und Kolleginnen anfangs sehr stark getragene Umbruch ereignete. Hier habe ich Ihnen mal zwei Arbeiten auf Papier mitgebracht, die so ziemlich kurz nach Magdalena Abakanowitschs Ausbildung an der Kunstakademie in Warschau entstanden sind. Sie hat während, also gegen Ende ihrer Studienzeit, sehr gerne in dieser, wie Sie links sehen, surrealistischen Art und Weise gearbeitet. Erinnert auch ein bisschen an Matta, vielleicht Matthäus Echeren oder Achille Gorki. Also nach den Vorbildern der, sagen wir mal, zweiten Generation der Surrealisten, wo es dann schon in dieses biologisch-vegetative Formvokabular geht und eigentlich das hat sehr viel mit Wachstum zu tun und organischen Formen. Auf der anderen Seite eine kleine, ich vermute, da habe ich keine Maße dazu, eine kleine Wasserfarbzeichnung, Gouache auch wie das große Format Stoff mit weißer Pflanze. Und auch da sehen wir eine gewisse Neigung zur Abstraktion, zum Gestischen und zum Aufbrechen von Farbvorläufen und Grenzen. Spannend allerdings ist bei dem Stoff mit weißer Pflanze das Format. 1960 gemalt oder gezeichnet, fast 3 Meter hoch, 1,40 breit. Das sind schon die Formate, die auf Gobelins oder Wandhängungen hinweisen. Und genau in diesem Sinne nimmt Magdalena Abakanowitsch an der allerersten internationalen Tapisserie-Biennale in Lausanne, also in der Schweiz, teil, 1962, mit einem Teppich, den wir hier, oder mit einem Wandhänger, den wir hier bei einer Installation im Textilmuseum, im Zentralen Museum für Textilkunst in Łódź vor 2 Jahren sehen. Das ist aber tatsächlich ihr Debüt gewesen und das Werk, mit dem sie größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und das Interessante war, es ging in jedem Falle um monumentale Tapisserien, um monumentale Bildteppiche. Also unter 12 Quadratmeter, das war die Regel, brauchte dort eigentlich niemand anzukommen. Und wir sehen hier, sie hat vielleicht etwas weniger experimentell gearbeitet als dann etwas später mit Baumwollschnur, Wolle, Viskose auf einer Leinenkette. Also müssen uns das schon vorstellen, dass diese Arbeit aus dem Webstuhl Zentimeter für Zentimeter herauskommt und von daher auch sehr traditionell im Grunde genommen aufgefasst ist. Aber Magdalena Abakanowitsch hatte schon eine ganz andere Beziehung zu dem Webstuhl, glaube ich, fast wie zu einem Lebewesen, als das zu der Zeit üblich war. Und dann gibt es hier die Resonanz in dem schon vorgestellten, in der schon vorgestellten Kunstzeitschrift Projekt. Das ist die Überschrift. Monumentale Weberei, würde ich das übersetzen. Und wir sehen genau diesen Teppich links, den sie dort erstmals gezeigt hat, dann noch einen Blick auf die Feinstruktur und auf der rechten Seite oben ein Werk des polnischen Künstlers Wojciech Saddeley, der noch lebt und der auf eine ganz andere Weise ebenfalls sehr erneuernd oder revolutionär in der nicht nur polnischen Textilszene gewirkt hat. Er war auch bei den
bei vielen großen Ausstellungen, ob das in São Paulo war oder in Lausanne oder anderswo, war er auch dabei. Und rechts unten, da weiß ich nicht so genau, was das ist, aber also von wem das ist, aber wir sehen, das könnte zum Beispiel einer von den Bildteppichen sein, der eher in dieser traditionellen Auffassung entstanden ist. Es gibt einen Karton mit, also Karton im Sinne von Vorzeichnung, nachdem dann das Motiv gewebt wird. Nun fragen wir uns, wie ist ausgerechnet Magdalena Abakanowitsch zu dieser Ästhetik, zu dieser Herangehensweise gekommen? Da gibt es eine ganze Menge Einflüsse. Sie hat zunächst Malerei studiert in Sopot, dann weiter Malerei in Warschau. Und es war dann während ihres Studiums in Warschau, dass sie mit Textilkünstlerinnen, mit Webkunst in Berührung kam. Eine ihrer Lehrerinnen oder Tutorinnen war Anna Sletkiewicz. Auch ein ganz, wie soll ich sagen, ein vitales Element der polnischen Textilkunstszene. Aber ich glaube, der richtige Durchbruch kam so nach dem Studium, als Magdalena Abakanowicz Maria Waszkiewicz traf. Maria Waszkiewicz hatte vor dem Zweiten Weltkrieg 8 Jahre in Paris gelebt, hatte in dem Studio des Bildhauers Bourdelle, Antoine Bourdelle, gearbeitet und dort schon auch als junge Mutter das Experiment über alles gestellt. Nach dem Krieg, durch ein großes Wunder, ist ihr Haus in Warschau unbeschädigt geblieben, richtet sie eine Webkunstwerkstatt ein in Warschau und wird zum Mittelpunkt dieser Szene einer Erneuerung der Textilkunst. Mit Sicherheit, Maria Waszkiewicz hat zum Beispiel mal gesagt, experimentelles Weben ist Luxus. Sie musste also auch sich finanzieren und hat aus wirtschaftlichen Beweggründen relativ traditionelle Arbeiten abgeliefert. Aber sie wusste immer, was eigentlich ihr Ziel ist, nämlich dieses Aufbrechen von Grenzen, von sowohl herkömmlichen Bildformaten wie auch der Arbeit mit herkömmlichen Webmaterialien. Und da hat sie in Magdalena Abakanowitsch wohl die großartigste Schülerin gefunden, die man sich denken konnte. Und es ist auch dokumentiert, dass im Vorfeld der 1962er Lausanne-Biennale Maria Waszkiewicz der Magdalena Abakanowitsch den größten Webstuhl ihrer Werkstatt gegeben hat, damit sie dort ihren monumentalen Beitrag weben konnte. Wir sehen Magdalena Abakanowitsch hier am Webstuhl. Na, ich weiß nicht, welcher das genau ist, ob das dieser berühmte Waszkiewicz-Webstuhl ist, aber auf alle Fälle sehen wir, wie sie direkt am Webstuhl mit verschiedenen Strukturen, mit verschiedenen Formen, sehen da auch die Bereiche mit noch nicht hinterlegten Fäden. Und Sie sehen, wie divers das Material ist, was sie gleichzeitig mit verarbeitet. Also das ist schon eine großartige Sache, in der ihr dann übrigens auch viele, nicht nur polnische, auch europäische und auch amerikanische, südamerikanische Textilkünstlerinnen meist nachfolgten. Hier sehen wir mal, vielleicht erinnert sich die eine oder der andere Dresdnerin, Dresdner daran, dass dieser
diese Wandarbeit in dem Sinne weiß, das Weiße in der Ausstellung mit Diamok auf im Lipsiusbau, Entschuldigung, zu sehen war und eine wunderbare Leihgabe aus dem Zentralen Museum für Textilkunst in Łódź. Und im Grunde genommen atemberaubend, wenn man aus dieser Nahsicht, 148 mal 188, das ist ja auch nicht klein, wenn man aus dieser Nahsicht sah, mit was für einer Zartheit und gleichzeitig auch Brachialität Abakanowitsch verschiedene Materialien zusammenzwingt. Das ist, da, ich sehe noch, dass da Pferdehaar herausquillt an manchen Stellen und dass sich nicht ganz in der Mitte so eine Art Schlitz durchzieht, der das Ganze öffnet und im Grunde genommen auch wieder diese Hängung an der Wand damit in Frage stellt. Also das ist schon eine Arbeit, die ganz, ganz nah an der Schwelle zum Raumobjekt ist. Aber nochmals zurück, was Sie auch sehen in den Binnenstrukturen, ist die Kombination mit ganz zarten Fäden, aber auch richtigen Tauen und Seilen. Und ich glaube, für den damaligen Zeitgeschmack oder auch für den Ausbildungsstandard von Textilkünstlerinnen und Künstlern war das schon unerhört. Also ein großes Wagnis. Und in dem Sinne gab es auch in Lausanne, ich glaube bei der zweiten Biennale, das muss dann 1964 gewesen sein, gab es dann auch wirklich Auseinandersetzungen darüber, ob das überhaupt zulässig ist, so wie die Polen zu arbeiten und im Grunde genommen die klassische Auffassung von der Tapisserie zu attackieren. Ja, das waren schon kleine Aufstände, die sich da vollzogen. Und es ist einfach schön, heute das nochmal in den Kontext zu setzen und darüber zu sprechen, dass diese Grenzüberschreitung eben durchaus auch mit Risiken verbunden waren. Magdalena Abakanowitsch hat sich auch überhaupt nicht beirren lassen. Also es gibt in der Ausstellung im Albertinum gibt es einen Dokumentarfilm über sie. Und wir begegnen da einer absolut in sich ruhenden, noch nicht mal offensiv selbstbewussten, aber einer in sich ruhenden Künstlerin, die ihren Weg geht und was sie zu analysieren, zu befragen oder zu kritisieren hat, mit sich selbst ausmacht oder es vielleicht sogar auch an ihre Studentinnen und Studentinnen auslagert. Sie hat ja dann ich glaube sogar ab 1965, einen Lehrauftrag, später Professur in Poznan gehabt. Und ich glaube, sie war eine großartige Lehrerin, weil sie selbst auch immer mit dabei war und selbst stets das Medium reflektiert hat. Und das ist schon ein anderer Umgang, also diese Verknüpfung im Wortsinne, ist ja alles irgendwie geknüpft, diese Verknüpfung von Theorie und Praxis. Sie hatte Studenten aus dem polnischen Inland, aber auch viele aus dem Ausland, aus den USA, aus Australien. Und da gibt es immer noch Kontakte und nein, die gab es bis zu ihrem Tod. Das war jetzt ein Versprecher. Auf alle Fälle gab es eine quasi Community. Und wenn man Bilder sieht aus der Zeit, aus den Werkstätten in Poznan oder in Warschau, sieht man auch immer viele Studierende, die sich um die Künstlerin gruppieren und sozusagen kollektive Kunstprozesse durchführen. Aber ich nehme auch an, das muss man vielleicht nochmal erforschen, inwieweit die Studierenden an den Arbeiten von Abakanowitsch teilgenommen, also selbst aktiv teilgenommen haben, jetzt ohne dass das irgendwie eine Art Missbrauch ist, aber es sind ja diese großen Formate verlangen ja manchmal tatsächlich auch nach mehr als nur zwei Händen. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Selbstsicht von Abakanowitsch und dass sie eigentlich auch
sehr in sich ruhte und auch die Kontroversen, die sich um ihre Kunst herum abspielten, nicht gerade an sich abperlen ließ, aber auch stolz. Also die hat auch mal gesagt, ich war ziemlich stolz drauf, als ich gemerkt habe, wie die polnischen Beiträge in Lausanne, wie die plötzlich zum Problem wurden für das lebende Establishment. Da später reflektiert sie dann auch, wie sie mit der Unterscheidung in Kunsthandwerk bzw. angewandte Kunst und sogenannte bildende Kunst umgegangen ist. Denn sie hat zum Beispiel, da weiß ich das Jahr nicht, aber ich glaube auch 65, an der Biennale in São Paulo teilgenommen, hat dort eine Goldmedaille für ihr Werk gewonnen, ist selber gar nicht, konnte selber gar nicht fahren, weil sie weder Geld hatte noch einen Pass. War ja immerhin doch irgendwie eiserner Vorhang Polen. Und dass sie dort in der Sektion angewandte Kunst, also Kunsthandwerk geführt wurde und auch ihre große Medaille in dieser Sektion bekommen hat. Und dass es dann aber graduell die Grenzen, wie man sie nun einordnete, kategorisierte, verschwommen sind. Ich darf Ihnen mal ein Zitat vortragen, ich übersetze das dann. Sie sagt, das ist Englisch, I brought a huge wooden wheel and a big rope that I extended along the entire space of the Lausanne Tapestry Biennale through a window and into a nearby garden. The next time in 1982, I brought my figures in burlap and resin. All was discussed as tapestry. The exhibition's title labeled the works. Some months later, I showed the same work at the National Gallery in Berlin in a group exhibition with Josef Beuys, Alan Capro, Robert Morris, Janis Cornelis, and Tony Crack. I balanced between categories. I was simultaneously the great lady of tapestry or the sculptor. Einmal, und das muss 1980 gewesen sein, brachte ich ein riesiges hölzernes Rad und ein langes Seil mit, das ich durch den ganzen Raum, der Ausstellungsraum der Biennale in Lausanne legte, durch ein Fenster und bis raus in den Garten. Das nächste Mal, 1982, brachte ich dann meine Figuren in Jute und Kunstharz mit. Und alles das wurde als Tapisserie betrachtet oder diskutiert. Das war der Titel der Biennale, Tapisserie-Biennale, die diese Arbeiten labelte. Einige Monate später habe ich genau die gleichen Arbeiten in der Nationalgalerie in Berlin gezeigt, in einer Gruppenausstellung mit Josef Beuys, Alan Capro, Robert Morris, Janis Cornelis und Tony Craig. Ich balancierte zwischen den Kategorien. Ich war gleichzeitig die große Dame der Tapisserie oder die Bildhauerin. Und das finde ich, ist schon beachtlich, mit welcher Kontenance Magdalena Abakanowitsch mit diesem Zustand umgeht. Hier sehen Sie, ich hatte gerade bei Das Weiße schon auf diesen Schlitz fast in der Mitte des Gewebes hingewiesen, was ja schon ähnlich vielleicht wie bei Lucio Fontana, was ja schon in die Raumkonzeption hineinspielt, beziehungsweise für den Raum hinter der bildnerischen Oberfläche sensibilisiert. 65 ungefähr war auch der Moment eines weiteren Umbruchs. Magdalena Abakanowitsch geht in den Raum Abakane. Nach ihrem eigenen Namen. Ein besseres Label oder Slogan hätte man eigentlich kaum sich wünschen können oder finden können als Künstlerin. Das
Ich glaube, das war schon fast wie ein Marketing, Instrument, was sie mit ihrem Namen und der Bezeichnung Abakane, was ihr da gelungen ist. Hier sehen wir dieses Raumobjekt, ein gelber Abakan mit Schnüren, hier aufgehängt, wiederum in dem Zentralmuseum für Textilkunst in Łódź vor 2 oder 3 Jahren. Dahinter eine andere Rundform im Raum, einen roten Abakan. Der gelbe Abakan ist insofern spannend, weil sie hat 1969 mit einem gelben Abakan an einer sensationellen Ausstellung am Museum of Modern Art in New York teilgenommen, was auch zeigt, dass sich in den 60er Jahren na gut, das war auch in der Design- und Architekturabteilung des MoMA, aber trotzdem fließen ja die Auffassungen von Modernität in diesem Haus traditionell ineinander. Also es zeigt auf alle Fälle, dass diese Art Bildhauerei mit Fasern, dass die einen ganz neuen Stellenwert bekommen hat in der Kunstentwicklung der 60er Jahre. Sie ist in New York, ich glaube, es sind 28 Künstlerinnen und Künstler. Und davon waren allein 6 aus Polen, was ja wirklich viel sagt über die Lebendigkeit und Experimentierfreudigkeit dieser polnischen Szene. Bakanowitsch war da mit 2 Arbeiten dabei. Das Spannende an Abakanowitsch ist, dass sie nicht stehen bleibt. Also für mich als Kunsthistorikerin ist das eine der schönsten Erfahrungen überhaupt, wenn ich eine Künstlerin oder einen Künstler, ob lebend oder bereits verschieden, über Jahrzehnte beobachten, begleiten kann und sehe, dass das Bedürfnis, sowohl Form wie auch Inhalt wie auch Medium immer wieder neu zu befragen und auch mit Scheitern verbunden, das ist was ganz Großartiges. Und das muss ich sagen, so eine Position habe ich in Abakanowitsch auch entdeckt. Also sie bleibt nicht stehen. Und die Abakane, die sind für sie interessant. Sie beginnt die ungefähr 65, 66. Sie macht auch noch Raumobjekte in den 70er Jahren. Aber um 69, 70, interessanterweise, wird sie schon wieder unruhig. Da spielen andere Sachen, also was ich auch gerade vorgelesen habe, dieses Environment mit einem großen hölzernen Rad und einem Seil, zeigt ja dann auch schon wieder, dass sie von, ob man das sagen darf, dass sie von ihren eigenen Lösungen dann auch selber ein bisschen gelangweilt ist und neue Wege beschreiten will. Diese neuen Wege allerdings beschreitet sie ja nicht in einem Vakuum. Und an dieser Stelle ist es mir wichtig, auch mal über die Situation für Künstlerinnen und Künstler in Polen zu sprechen. Nachdem wir ja gesehen haben, die 60er Jahre waren jetzt auch nicht so ganz schlecht, aber in den 70er Jahren tauchen dann noch weitere neue Freiheiten auf, die damit zu tun haben, dass sich der politische Kurs etwas ändert, Edward Gierek an die Macht kommt. Und im Grunde genommen war die Devise künstlerische Freiheit. Hier haben wir wieder eine Seite aus der Zeitschrift Projekt, die ich ehrlich gesagt großartig finde, als Inspirationsraum, aber auch als Abbildung dessen, was in Polen an Anregungen unterwegs war und was das für ein tatsächlich vitales Klima war, das eben nicht nur auf die
westliche Avantgarde oder auf die Vorkriegsavantgarde geblickt hat, sondern sich mit den Ressourcen des eigenen Landes, also mit einer Nationalität im besten Sinne beschäftigt hat. Und auch da gab es wieder Überschneidungen mit anderen Regionen im Ostblock. Ich denke da beispielsweise an die bäuerliche Kultur, die wo natürlich Folklore und Kunsthandwerk ganz besondere Ausdrucksformen annahmen, zumal eben in einem Land wie Polen, wo Landwirtschaft und bäuerliches Leben so prägend war. Meine Polen ist ja jetzt nicht unbedingt als Industrieland bekannt, aber wiederum als Zentrum für Textil. Industrie oder ja, Textilproduktion. Und da fließen so mehrere Sachen zusammen. Und ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, als ich hier diesen Artikel entdeckte, eine Typologie der Vogelscheuchen in der Kunstzeitschrift oder sagen wir mal in der Kunstzeitschrift Polens. Und was uns erst vielleicht ein bisschen lächerlich erscheinen mag, sehen wir hier plötzlich als Inspirationsraum, der diese naja, menschlich, menschenähnlichen, anthropomorphen Figuren, die aus irgendwie ausgestopften Kleidungsstücken bestehen, groteske, theatralische Posen einnehmen, der das als wirklich auch was, was Bemerkenswertes darstellt, wo es sich auch lohnt, hinzuschauen als Künstlerin oder Künstler und dieses auch als, ja, eben nicht nur als Anregung, sondern auch als einen Verweis auf eine Identität zu begreifen. Das, hier haben wir sie nochmal in Nahaufnahme und dann sieht man eben auch diese Stofflichkeit und auch dieses Geflickte oder nicht Perfekte. Das sind ja alles ästhetische Merkmale, die auch in vielen Werken der polnischen Textilkunst dieser Zeit zum Tragen kommen. Und ja, und hier gehen wir wieder zurück. Das ist ein Sprung, der für mich gar nicht so weit ist, von den Vogelscheuchen mit ihren abgelegten Kleidungsstücken, die dann aber wieder quasi animiert werden, also auch in so einer Art Totem-Manier, zurück zu Magdalena Abakanowitschs Abakanen, offener Abakan hier und Sie haben bei den, die ich vorhin schon gezeigt habe, dem gelben oder dem roten Abakan, sicher schon gesehen, wie sehr die diese Textilien an Kleidungsstücke erinnern, an Mäntel oder an ein großes rundes Cape, wo dann eben tatsächlich in der Mitte eine Öffnung oder ein Schlitz ist, wo man sich vorstellen kann, dass sich ein sehr stattlich gewachsenes Wesen darin einhüllt, also Kleidung als Hülle und Schutz des Menschen vor äußeren Einflüssen und als wie eine Art Panzerung. Und in diesem offenen Abakan hier von 71 oder es kann auch sein, dass das hier nur das Ausstellungsdatum ist, dass der tatsächlich auch älter ist, der sich wirklich wie, oder diese Stücke, die sich wirklich wie Körper hüllen, wie Mäntel oder Kleider geben. Und natürlich als Raumobjekt stehen sie aufrecht und auch dieses Aufrechtstehende enthält ja auch immer einen Verweis auf auf die menschliche Figur, diese beiden Riesen, die Abakanowitsch hier als Raumarchitektur inszeniert und wo ich denke, dass nie wirklich der Mensch aus die menschliche Gestalt oder der Mensch als soziale Größe aus ihren Werken verschwunden ist, selbst wenn das noch so abstrakt schien, weil allein das Textil ja als menschgemachte Hülle diesen Verweis in sich trägt. Und hier, das, ich würde sagen, das sind so dann die, ist die Hochphase oder das Ausklingen der Abakanowitsch-Periode. Da nimmt sie eine ganze Reihe von ihren Raumskulpturen
mit zu Filmaufnahmen auf die berühmte Wanderdüne in Weber an der polnischen Ostseeküste und setzt sie hier tatsächlich, also direkt in Beziehung mit dem Naturraum, aber eben auch mit dem Mensch als Wesen. Also sie, das ist ein Film des Filmemachers Kazimierz Mucha, der zwischen 68 und 70 entstanden ist. Und sie sehen das auch in dieser archaischen Landschaft, das ist eine Wüstenlandschaft, diese riesige Wanderdüne, dass sie dann auch diese Gestalten, diese Träger der textilen Objekte in einer fast archaischen oder sagen wir mal biblischen Art und Weise oder was unseren Klischees entspricht, dort inszeniert. Also sie, oder mythologischen, sie, die tragen diese Abakane fast wie das goldene Vlies. Ne? Das sind ja auch solche Pathosformeln der Menschheitsgeschichte. Und damit stellt sie im Grunde genommen wieder diese Beziehung zwischen dem Individuum und ihren stofflichen Objekten her. Ich glaube, dass das, dass sie auch sehr genossen hat, weil ihr ja das Architektonische, also diese Raumarchitekturen der Abakane sehr wichtig waren, dass sie das unwahrscheinlich genossen hat, dass sie hier, und sie hat ja auch immer große Hallen bespielt und großes Atelier gehabt, das war es ja nicht, aber dass sie hier tatsächlich fast unbegrenzt in diese Inszenierung reingeht und damit vielleicht auch wieder neue Qualitäten und neue Wege für sich selbst erkennt. Also in dem einen Falle würde ich sagen, das ist der Moment, wo die menschliche Gestalt, das Individuum wieder eine Wertigkeit, eine Bedeutung für sie bekommt. Aber auf der anderen Seite, wir sehen da rechts unten dieses, ja, sicherlich mit Kunststoff oder was auch immer versteifte Seil, das sie in der Zeit um 1970 erstmal völlig abstrakt im Grunde arbeitet und Rauminstallationen anlegt, über, von denen wir ja vorhin auch was gehört haben, mit nur Seile oder ja, eine Zusammenballung von Schnüren und Stricken oder eine, wie Ready-Mades, Gebrauchsobjekte, ein hölzernes Rad oder eine Kabeltrommel, auf der sich dann das Seil rollen lässt. Also das erstmal, das aus so einer, wie soll ich sagen, das aus so einem Schlüsselmoment des Werks, wie es hier ist mit den Abakanen, die sich sozusagen auf ihrem Höhepunkt befinden, dass aus so einem Schlüsselmoment dann andere oder neue Lösungen wachsen, wie dieses Seilchen dort im Sand von Weber herauswächst. Ich werde allerdings nicht weiter auf diese Seil oder diese Raumabstraktionen eingehen, sondern mich weiter diesem anderen Strang, eben dem Wiedererscheinen der menschlichen Figur widmen, damit wir auch unseren Kreis, unseren abakanischen Kreis wieder schließen können hin zu der Dresdner Ausstellung und den Menschenfiguren. 1972, diese Installation oder Environment in Düsseldorf, ich glaube in der Kunsthalle am Grabeplatz, findet man kaum in der Abakanowitsch-Literatur. Und ich kann mir auch vorstellen, warum. Weil sie, ich glaube, hier, sie probiert hier etwas ganz deutlich mit Schaufensterpuppen. Sie probiert das Individuum, die Gestalt in ihr Werk hereinzuholen. Ich kann nicht mal sagen zurückholen, weil ich von ihrem nie bis in die Studiendokumentation der Studientage hinein kein direktes Interesse an menschlicher Gestalt gesehen habe. Also sie holt hier die menschliche Gestalt, sagen wir mal, für uns sichtbar erstmals in ihr Werk. Und das ist natürlich alles ein bisschen, würde ich fast sagen, gewagt und kitschig, mit diese Konsumoptik,
hier zu bemühen. Aber, und deswegen habe ich hier auch nochmal so eine Detailaufnahme beigefügt, wir sehen, dass diese Mannequins bekleidet werden mit Sackleinen, also mit Juteschichten, die sie auch auf eine gewisse Weise unansehnlich machen und diese Idealmaße eben konterkarieren. Aber ja, also ich glaube, heute funktioniert das nicht mehr so. Und wenn es damals funktioniert hätte, glaube ich, wüsste man mehr davon. Aber spannend eben, wie sie dieses Thema der Hülle, also des Textilen als Hülle für den Körper, als Schutz, aber auch als Kostüm oder Verkleidung, wie das diese Arbeiten ihrer Lehrerin Maria Waschkewitsch auch zeigten, dieses kostümhafte, typenhafte, dass sie das in ihr Werk aufnimmt und erstmal erprobt, in welcher Art und Weise sie eine Synthese finden kann zwischen dem Gewebe, zwischen dem Material und der Figur. Aha, jetzt habe ich mir selbst vorgegriffen, denn das war schon vorbereitet. Da oben in der Ecke nochmal Arbeiten von der Maria Waschkiewicz. Das sind ja auch so Gestalten, die sich dann ins Abstrakte auflösen und meine geliebten Vogelscheuchen. Wie gesagt, das ist das Klima in Polen, mit dem Magdalena Abakanowitsch unmittelbar zu tun hat, dass sie vielleicht auch ihren Studenten vermittelt und über das sie von Kolleginnen und Kollegen erfährt. Und in diesem Kontext, wenn es um die Dramatik von menschlichen Figuren, von der Figur geht, in diesen Menschen oder der Menschenähnlichkeit, Entschuldigung, Anthropomorphismen, kommen wir erstens wiederum in diesen Inspirationsbereich von Folklore und Performance, aber dann eben auch und ganz wichtig zu dem Einfluss von Tadeusz Kantor, der als bildender Künstler und als Theatermann unwahrscheinlich oder der Grenzüberschreitung zwischen den Disziplinen im Grunde genommen zu seinem Lebensprogramm erklärt hat. Und wir sehen hier ein Bühnenobjekt links unten, die zwei Kinder auf einem Müllkarren von 1961. Ne? Also da muss man wissen, in dem Moment, wo Abakanowitsch anfängt, sich für die menschliche Gestalt zu interessieren, beziehungsweise auch diese Schaufensterpuppen in Düsseldorf verwendet, dass es da schon irgendwie mindestens 11 Jahre diese Arbeit von Tadeusz Kantor mit so einem, wie soll man sagen, so einem Klon, so einem gleichartigen Klonwesen gegeben hat, die er anfangs auf der Bühne einsetzt, wie hier 61, aber dann auch in eigenständigen oder bühnenhaften Installationen wie die berühmte Tote Klasse von 1975 hier verwendet. Also Kantor war eine unwahrscheinlich einflussreiche Figur, man muss es fast so sagen, der spukte noch mindestens bis Anfang 2000 oder so in einer bestimmten Künstlergeneration, die sich auch gerne auf dieses Rollenmodell, diesen Grenzüberschreiter, der auch überhaupt keine Berührungsängste mit Alltagskultur und Kitsch im besten Sinne hatte, die sich darauf beriefen, wenn wir da an Pavel Althammer zum Beispiel denken mit seinen Figurinen und Figuren oder an Katarzyna Kuzyra aus der jüngeren Generation, will damit nur sagen, dass sich, und das könnte man aus dem ehemaligen Ostdeutschland fast aus einer Perspektive des Neids beschreiben, dass sich vor und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989, ich weiß es schon überhaupt nicht mehr, aber dass sich in Polen da eine Kontinuität erhalten hat, die von der Nachkriegsmoderne oder fast noch Vorkriegsmoderne, wenn man an Waschkiewicz denkt, dass sich da eine Kontinuität des gegenseitigen
Inspirierens oder Bezugnehmens aufeinander erhalten hat, die eben bis fast bis heute anhält. Und das ist schon eine besondere und eindrucksvolle Situation. Also hier der Inspirationsraum Kantor. Hier sehen wir eine Arbeit 71. Wir sehen, dass es sich um separierte, von der Figur separierte Köpfe handelt, die aber auch gleichzeitig in so eine unspezifische Masse übergehen. Eine Arbeit von Alina Schapotschnikow, die, das ist schon auch tragisch, an einem Tumor gestorben ist und wahrscheinlich auch ihre Krankheit 1971 hier mit dieser Arbeit Tumor personifiziert, 1971 ihre Krankheit thematisiert. Was ich aber auch zeigen will, ist dieser beherzte Umgang mit der menschlichen Figur, wenn wir die Gesichter uns anschauen, die sind ja teilweise fast. Klar, das ist Kunststoff, ne? Polyester, Sie sehen das, aber es hat so eine gewisse Marmoroptik und spielt mit klassischen Bildhauerei-Auffassungen, die sie gleichzeitig wieder bricht, in diesen Auflösungserscheinungen an den Rändern. Und noch zusätzlich dieses ganz persönliche Drama der Krebserkrankung, ein existenzielles Drama mit einfließen lässt. Und ich glaube, dass auch solche Anregungen für Abakanowitsch eine Rolle gespielt haben. Ich meine, es war ja bekannt, Schapotschnikow lebte zwar in Berlin, hat aber auch immer einen Fuß in Polen gehabt. Dann sehen wir hier, das nur ganz kurz, ein Environment oder einen Langzeitzyklus, The Passing of Time, von Josef Wukomski, der auch Gestalten in einer quasi theatralischen und mit Sicherheit von Cantor angeregten Art und Weise im Raum platziert. Über die Beziehungen dazwischen, zwischen diesen Gestalten kann ich jetzt auch nichts sagen. Ich möchte nur hinweisen auf diese Behandlung der Negativform eines menschlichen Körpers, die er eben auch aus der Kleidung gewinnt, die mit Sicherheit mit einem Kunststoff oder Leim oder irgend sowas versteift ist und quasi ein negatives Abbild des nicht vorhandenen menschlichen Körpers bildet. Also solche Geschichten konnte man in Polen in dieser Zeit auch quasi aufblühen sehen. So, jetzt sind wir wieder zurück 1972 in Düsseldorf und werfen noch mal einen kurzen Blick auf diese ver- und bekleideten Schaufensterpersonen, aber nur, um uns dann visuell zu wappnen für die Arbeiten Abakanowitschs, die jetzt kommen. Wir sehen Sie hier 75 in Ihrem Atelier. Sie arbeitet an einer sitzenden Figur, wir hatten die ja anfangs schon gesehen auf der Lausanne-Biennale, die Sitzenden 1975, wo ich sie auch dafür sensibilisieren wollte, also Sie als Zuschauerinnen, wie groß eigentlich auch dieser Sprung war von den fast noch teppichhaften Arbeiten der 60er Jahre bis hin zu diesem Auftritt auf der Lausanne-Biennale, wo das überhaupt kein Problem war, dass sie jetzt plötzlich als figurative Bildhauerin in Erscheinung tritt. Und hier arbeitet sie an einer der Figuren. Wir sehen auch noch so eine Art, wie nennt man es nur, Knolle im Hintergrund. Das ist eine Vorarbeit zu einer Serie, die ich dann noch zeige. Köpfe, Worry. Und auch Material, mit denen sie da offensichtlich die Form also ausstopft. Und auf der linken Seite wieder aus der Zeitschrift Projekt, in dem Fall
76. Es handelt sich um die Biennale in São Paulo, die hier besprochen wird, wo aber Abakanowitsch ungefähr 10 Jahre zuvor, wir haben, glaube ich, davon gehört, die Goldmedaille in der Sektion Kunsthandwerk bekommen hat und hier eben für teppichartige Arbeiten und hier aber dann als ehemalige Preisträgerin wieder eingeladen wird, 1975 oder ja, ich kann es 76, hier ist nämlich, ja, ich kann es leider nicht erkennen, weil auf dem Bildschirm ist mein eigenes Zoom-Abbild im Wege. Ja, und da sehen wir diese Rückenfiguren und wir sehen, so schlecht das Bild auch ist, wir sehen die Technik, wie Sackleinen versteift, um eine menschliche Form quasi drapiert und dann diese Figur abgenommen wird, sodass man aber, dass man wirklich auch die Struktur dieser körpergewordenen Bekleidung sieht. Ja, und hier, das hatten wir ganz am Anfang gesehen, noch einmal ihre Arbeit, Alterations, die Sitzenden auf der in Lausanne. Und nochmal zum Verständnis dessen, was sich in diesen 10, 15 Jahren eigentlich ereignet hat in der Textilkunst unter, sagen wir mal, der Anführerin Magdalena Abakanowitsch. Also es haben sich dann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und in den 70er Jahren haben sich noch ganz markante Positionen der Textilkunst herausgebildet. Zum Beispiel die damals Jugoslawin Jagoda Bujic und dann Wojciech Sadley, hatte ich schon gesagt, und noch weitere polnische Künstlerinnen, die teilweise auch andere Wege gegangen sind, mit dann wieder ganz geometrischen Webarbeiten oder Raumkonzepten wie Barbara Lewitusz-Widerska, die mit sehr großen, weiten Maschen quasi in den Raum hinein, ich muss das noch rauskriegen, gehäkelt hat, glaube ich. Ja, also das ist wirklich das Revolutionäre an diesen Prozessen, die da in Polen und anderswo vor sich gegangen sind. Und hier sehen wir nochmal die Dresdner Ausstellung, die Arbeit Kladka Käfig, die ist 85. Also Magdalena Abakanowitsch ist dann sehr lange der Figur treu geblieben, was sie aber dann wieder vorwärts gebracht hat, sind Materialübersetzungen. Also sie hat dann im Außenraum gearbeitet, also mit Bronze, auch erst mit Kunststoff und hat ihre Figuren, also wir begegnen auch in Polen, zum Beispiel in Poznan und ich glaube auch irgendwo in Orten, großen Städten der Welt begegnen wir den in Bronze übersetzten Menschenfiguren von Magdalena Abakanowitsch. Hier, wenn sie mit Sacklein und Kunstharz arbeitete, hat das natürlich noch etwas viel Verletzlicheres und stellt das Individuum eben auch in seiner Schutzbedürftigkeit her oder in seiner Fragilität. Und hier diese Rückenfigur in dem Käfig, glaube ich, ist sehr eindringlich, fast einen Zacken zu eindringlich. Aber wir dürfen hier getrost den polnischen Kontext der 80er Jahre mitdenken. Also Zeitgeschichte ist schon ein Instrument, mit dem man hin und wieder die Arbeiten auch deuten kann, weil sich ja in Polen mit den sehr liberalen 70er Jahren dann auch ein Szenario oder ein Klima der Ermutigung für gesellschaftlichen Auf- und Umbruch hergestellt hat, unter anderem mit der Gewerkschaft Solidarność und der Antwort der damals auch sowjetisch gesteuerten Staatsobrigkeit, im Dezember 81 dann der Kriegszustand ausgerufen und implementiert wurde, der bis, glaube ich, in die 1983 ging.
danach sich das Klima aber nie wieder so normalisierte wie was oder herstellte wie in den 70er Jahren. Es gab Hunger, es gab nach wie vor gesellschaftliche Aufstände und Aufruhr. Und diese Instabilität dieser Zeit, aber auch vielleicht das Potenzial, dass die polnische Bevölkerung, die auf die Straßen ging, in Gdansk und anderswo verkörperte, das spiegelt sich in diesen Figurenketten oder Figurenwiederholungen, wie es eben Mengetum darstellt, was die 1986 entstanden ist. Und ich denke da an eine Notiz meiner polnischen Kollegin, der Direktorin des Vierkuppel-Pavillons an der Nationalgalerie in Wrocław, Iwona Bigos, die als junges Mädchen, ich glaube irgendwie in der Zeit zwischen 86 und 89, erstmals einer solchen Raum Installation mit Figuren von Abakanowitsch begegnet ist und sie hat sehr stark emotional darauf reagiert, weil diese Arbeit eben so viel Aktualität über die soziale und politische Situation in Polen enthält, also das Nachdenken über die Kraft einer Menge, über die Kraft eines Individuums, aber eben auch über die Macht, die in einer Masse, in einer bedrohlichen Masse, Truppenstärke auftreten kann. Aber gerade wegen dieser Assoziation oder wegen dieser Gleichnishaftigkeit glaube ich, dass diese beiden in Dresden gezeigten Arbeiten auch sehr dem jetzt wieder durch diverse Jubiläen erweckten Erinnerungsmotorik 89, 1989, 90 entsprechen und auch insofern hier sehr gut aufgehoben sind, abgesehen von ihrer aktuellen Relevanz zu dem, was im heutigen Polen auf den Straßen vor sich geht und wo der Aktivismus der Massen im positiven Sinne eine großartige Dynamik entfaltet, aus meiner Sicht. Hier möchte ich Ihnen nochmal ans Herz legen, dass diese Gestaltwandlung von der Abstraktion der Abakane hin zu den menschlichen Figuren der Alterationen eben kein Abschied von dem Material bedeutet. Hier sehen wir rechts in dieser Gesichtsabformung. Magdalena Abakanowitsch spricht in dem Film, den Dokumentarfilm im Albertinum, spricht sie auch darüber, wie sie ihr eigenes Gesicht seriell abformte. Ich komme da noch dazu, aber hier sehen wir eben eine Abformung, die sie in Flachs gestaltet, also sicherlich auch kunststoffverstärkt und modelliert, aber eben tatsächlich mit den sichtbaren Fasern des Materials, was ja letztendlich das Grundmaterial für viele Gewebe ist. Und auf der anderen Seite das Landschaft, das ist eine mehrteilige, sagen wir, so eine flachreliefartige Körperabformung, auch aus Sacklein mit Kunstharz verstärkt, wo sich nicht die gesamte Wölbung des menschlichen Körpers darstellt, sondern wo sich das auch so fast wie so ein Abdruck eines Grabtuches oder dergleichen darstellt und eben auch wieder auf die Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit des Individuums hinweist. Hier ist ein anonymes Porträt, von dem ich aber glaube, dass es eins von denen ist, mit denen sie sich selbst ihr eigenes Gesicht abgeformt hat, auch nach dem Prinzip der Wiederholung. Wir sehen im Übrigen auch, dass sie, wenn ich es nur wüsste, 1986 Öl auf Leinwand ein Gemälde eines solchen Gesichts schuf, das menschliche Gesicht, in dem sich dann also tatsächlich sehr viel Emotion, Expressivität erinnert irgendwie an
Kandinskys, nein, durchgestrichen, ein anderer Russe, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, aber dieses Ikonen, Jawlensky wird mir hier gerade, vielen Dank, dieses ikonenhafte, konzentrierte dieses Gesichtes ist hier sehr nahe an den Masken, die sie, das ist ja auch eine Konzentration, es könnte auch schmerzhaft sein, auf alle Fälle nach innen schauend, ist hier sehr gut dargestellt. Und in diesen Arbeiten der späten 70er und 80er Jahre pulsiert immer so ein gewisser Rhythmus zwischen der Individualität des Menschenwesens und seiner Uniformität. Und diese Spannung zwischen, das ist ja eine Quantität, ne? In dem Moment, wo sie Form wiederholt, kommt sie zu einer Quantität, die aber dann fast im marxistischen Sinne wieder in eine andere Qualität umschlägt, die uns dann eben über Fragen von Individualität und Uniformität nachdenken lässt. Und auch bei dieser unteren Reihe weibliche Figuren 4 von 8 möchte ich darauf hinweisen, dass die nicht diesen stilisierten Idealmaßen, na ideal, aber diesen stilisierten Maßen der Sitzenden oder der Rückenfiguren von Alteration entspricht, sondern eine fast vertrauensvoll wirkende Normalität ausstrahlen, als wären das auch Körperabdrücke von der Künstlerin selbst. Aber hier weiß ich zu wenig, ich will da auch nicht spekulieren. Aber Sie sehen auf alle Fälle, dass die Formwiederholung, die Serialität, die auch zu einer gewissen meditativen Qualität führt, dass das Stilmittel der Nachkriegs- oder Neo-Avantgarde sind, die sie auf eine ganz persönliche und ganz subtile Art und Weise anwendet. Also nicht im Sinne des fast zeitgleich sich ereignenden Minimalismus in der westlichen Welt, sondern eben in einer immer doch durch Abweichung und Unvollkommenheit geprägten Rhythmik. Hier sehen wir nochmal die Sitzenden auf der Biennale in Lausanne 1975 und Magdalena Abakanowitsch dahinter. Im Grunde genommen ist das ja auch ein triumphales Bild, weil sie eben, wie gesagt, nicht nur die 60er Jahre dort aufgemischt hat, sondern plötzlich mit dieser ungewöhnlichen Serie an Figurenserie auf der Textilbiennale auftritt. Und im unteren Teil die Serie der Köpfe, Gwowi, die bis zu, ich glaube, die können bis zu einem Meter hoch sein, wo die menschliche oder ein Fragment der menschlichen Gestalt wiederum stilisiert wird, fast in so eine spielerische. Es gibt dann auch noch eine Serie, die heißt Embryologie. Davon habe ich jetzt kein Bild, aber wo sie Rundformen verschiedener Größen dann in den Raum hineinstreut und im Grunde genommen der Abstraktion wieder wesentlich näher kommt als meinetwegen in den Alterationen. Und ich glaube, das ist der Moment, wo ich mit Wehmut, weil es vorbei ist, meinen Vortrag schließe und noch einmal verweisend auf die Menge Turm, begonnen 1986, die sich wiederholenden Gestalten nach einem Modell, die hier entweder einschüchternd oder verletzlich aufmarschiert sind und von denen ich nur hoffe, dass sie die Ausstellung, also die Figuren in der Ausstellung, noch besuchen können während der Laufzeit und dass wir auch bald wieder auf persönliche Kontakte uns freuen dürfen. Obwohl, das hat eigentlich auch Spaß gemacht. Ich hatte auch eine sehr aufmerksame Zuhörerin, die mir, wie Sie gemerkt haben, auch manchmal geholfen hat. Meine Kollegin,
und Freundin Silke Wagler, die Leiterin des Kunstfonds an den Kunstsammlungen Dresden. Das war auch sehr gut, weil das hat mir unwahrscheinlich erleichtert, hier einfach ins Nichts hineinzusprechen. Ich, wenn Sie YouTube-mäßig bis hier durchgehalten haben, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, das nächste Mal hoffe ich in Person. Auf Wiedersehen.